Die Heimat ruft. 400 Kaliningrader sind an der freiwilligen Front. Vor einigen Tagen informierte ich über das Testprogramm für eine dritte Impfung gegen das Coronavirus, welche in Russland entwickelt und jetzt klinisch getestet wird. 3000 Freiwillige werden in ganz Russland gesucht, 400 davon in Kaliningrad. Die Auswahl der Freiwilligen in Kaliningrad ist erfolgt. 300 Personen bekommen den neuen Impfstoff. 100 Personen bekommen ein Placebo gespritzt. Ich gehöre nicht zu der Gruppe der Freiwilligen, denn meine Allergievorgeschichte, die eigentlich schon viele Jahre zurückliegt und erfolgreich behandelt wurde, ließ es nicht zu, dass man mich in die Gruppe der Freiwilligen aufnahm. Trotzdem wurde ich in der Universitätsklinik durchgecheckt. Ein ganzes Ärztekonsilium von 4 Ärzten beschäftigte sich mit mir. Blut und anderes Biomaterial wurde analysiert und die paar kleinen Normabweichungen, die man gefunden hat, werden nun behandelt. Das ist der angenehme Nebeneffekt, der die Ablehnung als Freiwilliger mit sich brachte. Ich hatte die Möglichkeit, mit Ärzten und Spezialisten zu sprechen und mir liegt ein umfangreiches Auskunftsmaterial vor, wie die jetzt angelaufene Testung der neuen Impfung unter der nicht ganz leicht zu merkenden Bezeichnung EpiVac Corona ablaufen wird. Über die umfangreichen Voruntersuchungen zur körperlichen und gesundheitlichen Eignung hatte ich bereits informiert. Jeder Freiwillige kann zu jedem Zeitpunkt die Teilnahme am Test ohne Begründung beenden. Dies hat für ihn keinerlei Folgen. Nach dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Test wird der Freiwillige weiterhin von Ärzten betreut und muss sich regelmäßig den Fragen der Ärzte per Telefon oder persönlich stellen. Dies stellt sicher, dass der Patient keinerlei Folgeschäden erleidet. Вы находитесь сейчас в клинико-диагностическом центре БФУ имени Канта. Здесь у нас расположен центр клинических исследований. И занимаемся мы здесь проведением клинических исследований новых лекарственных препаратов. Я врач-клинический фармаколог. Наша команда занимается тем, что мы впервые у людей применяем новые лекарственные препараты, которые только недавно входят на рынок. Это обычно самое новейшее, самое лучшее лекарство. Вот. И сейчас у нас происходят клинические исследования по вакцине от коронавируса. Вакцина EpiVac Corona. Производство Вектор Новосибирск. Давайте. Хорошо. Спасибо большое за информацию. Если еще будут вопросы, могу обращаться? Конечно, можете обращаться. Все. Если у нас будут новые интересные исследования, мы обязательно вас позовем. Окей. Может быть, будет и что-то вам интересное. Хорошо, спасибо. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Die Impfung hat bereits die erste und zweite klinische Testphase durchlaufen. Die gegenwärtige Testung ist somit die dritte. Informiert wurde, dass es nur geringe, örtlich begrenzte Nebenwirkungen gab, die das Befinden der Testperson nicht beeinträchtigten. Es gab bei keiner der bisher getesteten Personen eine Temperaturerhöhung oder eine allergische Reaktion. Die Spritze muss zweimal verabreicht werden. Die zweite Impfung erfolgt 21 Tage nach der ersten Spritze. Wer ein Placebo gespritzt bekommt, weiß man nur im Forschungszentrum Vektor. Bis zum Ende der Testphase erhält niemand, weder die Testperson noch die Ärzte, eine Information, welche Spritze nur ein Placebo enthält. Gespritzt wird eine Menge von 0,5 Milliliter in das Muskelgewebe des Unterarms. Die gesamte Testphase dauert 6 Monate. In dieser Zeit finden 11 ärztliche Konsultationen statt. Sollte das erste Screening erfolgreich verlaufen und die Person in die Testgruppe aufgenommen worden sein, erfolgt der erste Arzttermin. Im Verlauf des Gespräches überzeugt sich der Arzt nochmals vom Gesamtzustand des Patienten und der Wahrhaftigkeit der bis dahin getätigten Informationen. Ist alles soweit in Ordnung, erhält die Testperson die erste Impfung. Danach verbleibt man 2 Stunden in der Klinik, um mögliche Reaktionen sofort behandeln zu können. Danach wird der Patient entlassen. Nach 5 bis 8 Stunden wird die Testperson von einem Arzt angerufen
und nach dem Befinden befragt. Die Testperson ist verpflichtet, vom ersten Tag an ein Tagebuch zu führen, welches ihm vom Forschungsinstitut übergeben wird. Alles, was ihm auffällt, nicht der bisherigen Norm entspricht, ist in diesem Tagebuch zu vermerken. 3 Tage nach der Impfung erfolgt die Visite Nummer 2, 7 Tage danach die Visite Nummer 3 und 14 Tage danach die Visite Nummer 4. Hierbei handelt es sich um telefonische Visiten, die der betreuende Arzt mit der Testperson durchführt. Zur Visite Nummer 5 nach 21 Tagen hat der Patient persönlich zu erscheinen. Er legt sein Tagebuch vor und informiert den Arzt über alle Ereignisse und Besonderheiten. Danach erfolgt eine gründliche Untersuchung des Patienten mit Entnahme von Biomaterial zur weiteren Untersuchung, im ähnlichen Umfang wie beim STAT-Screening. Sollte es keinerlei unerwünschte Momente geben, wird der Testperson die 2. Impfung verabreicht. Die Testperson verbleibt 2 Stunden zur Beobachtung in der Klinik und wird nach Ablauf von maximal 8 Stunden vom begleitenden Arzt telefonisch nach dem Befinden befragt. Die Visiten 6, 7 und 8 erfolgen wiederum telefonisch nach 3, 7 und 14 Tagen. Die Visite Nummer 9 erfolgt nach 42 Tagen wieder im Forschungszentrum und läuft ähnlich ab wie die Visite Nummer 5. Wieder wird Biomaterial entnommen und untersucht. Die Visite 10 erfolgt 90 Tage nach Verabreichung der Erstimpfung, die Visite 11 nach 180 Tagen. Auch hier wird die Testperson in das Forschungszentrum gebeten und Biomaterial untersucht. Empfohlen wird, um den Testprozess nicht unnötig zu beeinflussen, keine allergieauslösenden Speisen und Getränke, kein Alkohol zu sich zu nehmen. Man sollte sich vor Unterkühlung und unnötiger physischer Belastung schützen. Während der Testphase ist der Patient versichert. Die Versicherung gewährleistet eine vollständige materielle Absicherung für den Fall, dass dem Patienten ein Schaden entsteht. Somit können wir hoffen, wenn das Präparat erfolgreich getestet wird, dass Mitte 2021 ein weiteres Präparat, hergestellt durch die Novosibirsker Firma Vektor, für den Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen wird.